heading at 350, descend flight level 90, left hand vector 0015. Kommt das Selbstvertrauen, dass ihr mit dem Wein in die beste Weinregion von der ganzen Schweiz kommt? Guck mal, die sind ein Wallis. Wir hatten hier Special Connections und der Willi Zollinger hat gesagt, wir dürfen uns ausnahmsweise vorbeikommen. Angie Lüchinger, du läufst hier wie im Bissi-Wetter die Unterdorfstrasse durch ab. Wieso das? Wieso? Das Geheiss hat, ich muss am 7. wieder die vorne stehen. Was ist die vorne? Bei der Damenriegenbeiz. Wie heisst die? Zum Kuhgaden. Ich habe hier gerade jemanden entdeckt. Ich sehe aus wie Car Queen. Wir rennen dir an, wir rennen dir an. Wo bist du im Einsatz am Wattenfest? Wattenrock-Kaffee. Ohne Schlaf? Ziemlich wenig Schlaf, ja. Wie hast du es gefunden? Sehr geil. Was sollten wir besser machen in 4 Jahren? Bankomat ausstellen.
Wenn ich dir das Stichwort Wattenfest sage, was kommt dir dann im Sinn? Keine Ahnung. Geil. Was können wir in 4 Jahren noch besser machen? Können mehr Walliser einladen. Wäre es auch in Ordnung, wenn wir mehr Walliserinnen würden einladen? Ja. Selbstverständlich. Fritz Brecker, ich sehe, du bist da mit einem roten Tüchli unterwegs. Wo kommt das her? Wo? Ja, das ist von der Männerigen Watt. Wie lange haben wir gebaut? Die Grossbauten haben wir an einem Abend gemacht und die anderen auch an einem Abend eigentlich. Und wie viel Würste haben wir verkauft? Oh, Würst, das gibt einen super Umsatz. Stichwort Wattenfest. Oh, gemütlich, liebe Leute, aufgestellte Atmosphäre. Normalerweise schenken doch die Männer den Frauen Rosen und ihr schenkt den Männern ein Rosenblättchen. Ja, wir schenken ihnen einen Rosenkaffee. Wir wollen doch die Männer auch mal verwöhnen. Stichwort zum Wattenfest. Super gsi. Meine heisst Fiona da. Fionchen, was kommt dir in den Sinn, wenn ich sage, wie hast du das Wattenfest gefunden? Bist du auch mal auf der Kilbe gewesen? Ja. Wattenfest 2015, was hat dir gefallen? Alles. Hast du dafür länger auf sie als sonst? Ja. Stichwort Wattenfest. Stumpe, lustig, ahoi Matrosen. Top, top Oka, super Sache. Meinst du, Polizei Regensdorf muss langsam ein bisschen geschmeidig werden? Was meint der First Lady dazu? Ja, ja, da kann ich ein einstimmen. Lange Nacht, gute Fest. Lässige Stände, super Fest gewesen. Was war die grösste Herausforderung gewesen? Ja, wir hatten so Vereinsmitglieder bei uns, die haben ständig in den Beizen zusammensuchen. Lecker, jetzt läuten wir den Rolli schon wieder an. Mühlenbach, wie hast du das Wattenfest 2015 gefunden? Sensationell. Wenn ich dir das Stichwort Wattenfest gebe, was kommt denn dir in den Sinn? Es fährt am Morgen schon wieder ans Nächste und ich bin überzeugt, es gibt wieder eine super Sache. Ja. Was mir am meisten Eindruck macht, ist die Leute, oder, wie das alles zusammen funktioniert für so einen Anlass. Das ist wirklich cool. Du bist auch keine Präsidentin von dem Fest? Ja, das bin ich jetzt gewesen. Wie hast du es erlebt? Genial. Es ist überhaupt nicht schief gelaufen, das Wetter hat geschwommen, es haben alle mitgemacht. Ich hatte aber auch ein gutes Team. Was war das Highlight am Wattenfest? Ja, sicher die Eröffnung mit dem Weltrekord. Aber ich habe auch all die wunderschönen Beizen als Highlight gefunden, weil sie sich wahnsinnig Mühe gegeben haben. Ich würde es jederzeit wieder organisieren. Wie habt ihr das Wattenfest 2015 gefunden? Es hat einfach viel mehr Leute gehabt, das Wetter hat gestimmt. 50% mehr Umsatz gemacht als die vorderen Fest. Wie viele Maiskölben haben ihr denn verkauft, Rosa? Ich kann nicht sagen. Keine Ahnung. Jetzt kommt ja die Sicherheitschefin von Gemeinde Regensdorf hier auf Watt wohnen. Hat das echt einen Einfluss auf das nächste Wattenfest wegen der Lärmbelästigung oder Bewilligung? Im Gegenteil, Karin ist eine, die zieht am Karren. Wattenfest 2015. Es ist immer schön. Das Wattenherbst hat den Namen weit rum. Und viel mehr wird man nicht mehr machen können. Go!
2015 für dich heisst was? Einfach super Fest, super Stimmung, super Leute, alle machen mit vom Feinsten. Was können wir verändern? Ich könnte es gar nicht sagen. Ich habe etwas Besseres, kannst du fast nicht mehr machen. Habt ihr noch genug Wein dann für in 4 Jahren? Ja, wir gehen übernächste Woche die Weissen abhauen und dann hat es wieder genug. Wie hast du das Wattenfest erlebt? Ich bin nie sprachlos, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen, nach 3 Tagen bin ich jetzt gerade ein bisschen down, weil es ist so cool gewesen. Stichwort Wattenfest, was kommt da im Sinn? Ich bin jetzt ganz ehrlich, Wodka. Vom Murdorfer Fest, Stefan Schmid. Wie erlebst du das Wattenfest 2015? Haben wir gut gemacht, mega. Schöne Boote, wirklich geile Anlässe, wirklich lässiges Fest. Was gefällt dir am besten? Die Bar da oben. Shooting Star Joe Jack ist der Gottvater auf Zapfenzieher. Wie hast du das Wattenfest erlebt, Joe? Genial. Genial. Ich bin erst seit mal dabei. Vor 4 Jahren habe ich einen kurzen Besuch gemacht. Der Korkenzieher, glaube ich, ist richtig gut geworden. Wenn ich dir das Stichwort Wattenfest gebe, was kommt dir dann in den Sinn? Ja, dass alles durch geile Leute da und aufgestelltes Volk und die Region ist schön. Es tut mir leid, dass wir einen Alkoholiker da im Hintergrund haben, aber... Was für einen Weltrekord gibt es in 4 Jahren, Joe? In 4 Jahren, ich glaube, das ist nicht mehr zu toppen. Es wird wieder einen Rekord geben, aber beim Wein, das kannst du nicht mehr toppen. Danke vielmals für deine Zusammenarbeit und für das schöne Interview. Ciao, Joe. Porque en el año que
DJ Würmli, wie hast du das Wattenfest 2015 gefunden? Ein geiles Wattenfest gsi. Tipptopp. Ich gar keinen Rausch gehabt. Und Buchse kommen auf Watt festen? Ja, wir gehen überall hin, wo es lustig ist. Wenn ich dir Stichwort Wattenfest gebe, was kommt denn dir in den Sinn? Du im Verein Bar. JP Schmid, das ist der Mann vom Turmverein Watt, vom ganzen Wattenfest für den Turmverein. JP, wie hast du das Wattenfest erlebt? Es war irrsinnig, mega geil. Es hat mich mega gefreut, dass so viele Leute gekommen sind auf Watt. Und es ist einfach lässig, dass jeder Weizen so gut gelaufen ist wie bei uns auch. Wenn ich dir Stichwort gebe, Wattenfest, was kommt drin Sinn? Trinken, Festen, feiern, lässige Leute. Guten Käse. Ahoi Matrosen. Super Fest. Top Oka. Super Lied. Es hat alles, was das Herz begeht. Aufgestellte Atmosphäre. Sehr gut. Super gewesen. Geil. Alles. Wirklich cool. Du im Verein Bar. Vom Feinsten. Es war so cool gewesen. Genial. Es ist immer schön. Wirklich lässiges Fest. Genial. Also, wir würden bis morgen um 8 Uhr machen. Ein bisschen geschmeidig werden. Was war das Highlight am Wattenfest 2015? Als Küchenchef mit so super Leuten zusammenzuarbeiten, dass es so irrsinnig gut funktioniert. Wattenfest 2015, JP. Erholt euch gut, wir sehen uns in 4 Jahren wieder. Willi Zollinger, du wohnst ja an der Goldküste von Watten der Dorfstrasse und hast deinen wunderschönen Hof da. Hast du überhaupt noch können schlafen können, mit so dem Wattenfest? Ja. Yeah. Wenn ich im Bett war, bin ich voll geschlafen. Voll. Und das sind eine ganze Handvoll Stunden. Über die drei Tage, eine ganze Handvoll. Aber für mich sensationell, das Wattenfest. Also, mehr Schlaf musst du nicht haben, du musst Wattenfest sein. Stichwort Wattenfest, was kommt dir da in den Sinn? Stichwort Wattenfest. Ein riesen Fest und wir geniessen das. Also, es gibt auf der ganzen Welt nie so ein Fest wie das Watt. Was für einen Weltrekord gibt es in 4 Jahren? Das verraten wir sicher nicht. Amen. Wenn du ein Sonntagsdorf willst, dann gerne.